zweiten Spiel innerhalb von 24 Stunden traf die FBI Feuer Feldkirch zu Hause auf Triglav Kran. Die Gastgeber in Schwarz dabei schon früh in Überzahl. Wodnjow musste auf die Strafbank und Feldkirch im 5 gegen 4 erneut bärenstark. Abajew mit dem Blue Liner, Tomaszek hielt den Schläger hin und schon war das Ding im Tor. 1:0 nach knapp 6 Minuten. Die VOU in weiterer Folge klar überlegen. Die Montfortstädter spielten sich Chance um Chance, hier vergab aber Tomaszek. Wenig später zog wieder Tomaszek gegen Stojanovic den Kürzeren. Und schlussendlich fuhr Novak hier an der Scheibe vorbei. Er hatte aber Glück, der Unparteiische sah ein Foul und entschied auf Penalty. Novak also erneut gegen Stojanovic. Auch dieses Mal hatte der Keeper der Slowenen das bessere Ende für sich. Es blieb also beim 1:0. Wer aber die Chancen vorne nicht nützt, der bekommt sie gelegentlich hinten. So war es auch in dieser Partie. Supan plötzlich aus dem Nichts und schon stand es 1:1. Gespielt waren 16 Minuten. Im zweiten Abschnitt zunächst die Gäste mit der guten Möglichkeit. Loga hämmerte das Teil aber vorbei. Die Szene läuft ungeschnitten weiter. Feldkirch mit dem Konter, Grabhe-Meyer aus dem Handgelenk und wieder zappelte das Netz. Die VEU lag in Front, Spielstand 2:1. Wenig später durften die Hausherren in doppelter Überzahl agieren, die VEU also mit viel Platz und Feldkirch erfolgreich. Abajew suchte die Lücke und der Legionär fand sie auch, 3:1. Dann gönnten sich die Herren auf dem Eis eine 10-minütige Ruhephase, dann zog die VEU aber die Zügel wieder an. Grabhe-Meyer sah Essmann, der schloss ab und Feldkirch führte 4:1. Nun waren die Montfortstädter in Fahrt, die VU danach wie im Training, Abajew erneut mit viel zu viel Platz, der Legionär erneut mit dem Blue Liner und wieder zappelte das Netz, Feldkirch erhöhte auf 5:1. Noch waren im zweiten Spieldrittel aber gut 1,5 Minuten zu spielen. Zeit genug also für einen weiteren Treffer und der sollte auch fallen. Die VU in Überzahl, Abajew wieder von der blauen Linie und erneut erfolgreich. Feldkirch 6, Kran 1. Rein in den letzten Abschnitt und da begannen sich die Gäste auf einmal wieder zu wehren. Pugel drückte die Scheibe in dieser Szene über die Linie und verkürzte auf 6:2. Feldkirch aber erneut mit der richtigen Antwort. Grabhe-Meyer durfte sich die Ecke aussuchen und er traf auch, neuer Spielstand 7:2. Aber Kran steckte nicht auf, die Slowenen spielten nun wieder mit. Mulay durfte fast ungehindert durchs Drittel spazieren und nutzte die Möglichkeit, 7:3, die Zeit 55 Minuten. Die VU hatte an diesem Abend aber das bessere Ende für sich. Zunächst traf hier Tomaszek zum 8:3. Und schlussendlich sorgte Novak mit diesem Treffer für den 9:3 Endstand in der Partie zwischen der FBI VU Feldkirch und Triglav Kran. Ja, am Anfang ist es ein bisschen schwierig gegangen, aber danach haben wir auch gezeigt, dass wir Erfahrung haben und haben das eigentlich noch immer klarer gespielt. Zum Schluss ist es noch mal ein bisschen brisant geworden, aber zum Schluss ist es doch klar ausgegangen. Weil die auch viele Spieler und die Zuschauer bei uns viel als Gäste sind, haben wir vorgehend diese Saison mal erst einmal bei VW unterstützen, auch die Nachwuchsmannschaften auch. Und wir werden nächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder als Sponsor weiterarbeiten mit VW.